So, wir sind immer noch in der Kammer der Qual. Irgendwas mit der Pein steht uns hier bevor. Die Kammer der Pein. Liris Titanenkind ist dabei und natürlich auch Bastian Hallix. Und wir drei werden jetzt hier Wo ist reingehen. das Amulett der Wo ist Könige? das Amulett der Könige? Wo ist das Das Amulett kann der alles Könige? vorbei sein, wenn du es mir einfach sagst. Es könnte Dann so kannst du dich vorbei sein. endlich ausruhen. Ausruhen. Das würde dir doch gefallen, Ja, Sire. natürlich. War ich 2 oder 2000 Jahre hier? Ich kann mich Wildfleisch nicht mehr sagen. braten, ne? Also Aber ich werde niemals brechen. niemals. 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 Gut, Zeisahan, Waren. Ich hätte euch nie vertrauen sollen. Dreimal Waren. Ihr habt mich enttäuscht, Sire. Oh. Ja. Warum habt ihr mich nicht beschützt? So ist das. Wollen wir mal Ich hätte euch nie vertrauen sollen. mit dem Kampf anfangen? Nur so. Wer wagt es, der Herzogin der Pein zu trotzen? Ich werde euer Herz herausreißen und euch davon speisen lassen. Welchen Tod bevorzugt ihr, Sterbliche? Langsam und schmerzhaft oder Ich schnell und schmerzhaft? hätte gern den grünen Tod, wenn es irgendwie Ich geht. denke, ich werde euch schnell töten, Okay. dann wieder auferstehen lassen und Ja. euch langsam töten. Das ist so Eine eine gute Ewigkeit der Strategie. Pein. Es Ja. wird wunderbar sein. Aha, wunderbar. Wer bist du eigentlich? Wer ist die eigentlich? Oh. Die Herzogin der Pein. Wir stellen uns jetzt hier hin. Wir machen hier unseren Kreis hin. Wir sind hier. Hier sind wir. Hallo. Oh nee. Mädels, ihr müsst schon ein bisschen den Vorgaben folgen. Macht keinen Sinn, dass jeder einfach nur macht, was er will. Ja? Muss schon eine gewisse Strategie haben, eine gewisse. Na egal, da liegst du. 16 Gold hast du dabei, also Sire hat so. Schmerzen. Löst seine Fesseln schnell. Löst seine Fesseln schnell, okay, aber vorher. Naja, ich löse seine Fesseln schnell. Sai, geht's dir so? Ich kenne euch nicht. Ja, ich dich schon. Warum seid ihr hier? Wer hat Weil. euch geschickt? Waren. Ich bin eine Freundin. Der Kaiser? Er lebt. Dieser Tag ist wirklich voller Wunder. So, sie haben dich also gezwungen, preiszugeben, wo das Amulett der Könige ist. Sie haben mich viele Monate, Monate. Vielleicht sogar Jahre Jahre. gefoltert. Okay. Aber meinen Eid habe ich nie gebrochen. Okay. Das Amulett ist sicher verborgen. Na dann. Können wir gehen? Meine Kraft kehrt zurück. Geht voran. Ja, let's go. Ihr habt es geschafft, ein Ziel. Ja. Bringt ihn schnell durch das Portal. Das Portal. Da, einfach, du machst einfach so schnell ein Portal. Genau an der Stelle auf. An der wir ihn befreit haben. Also es ist ja, hättest du ja gleich einfach neben ihm ein Portal aufmachen können. Dann hätten wir dort hinspringen können, wo er war. Und dann hätten wir nicht durch den ganzen Kampf durchmachen müssen. Aber egal. Ja, ist in Ordnung. Also wir hüpfen jetzt hier rein. In die Zuflucht. Dann sind wir jetzt hier in der Zuflucht. Und da. Ha. Sind wir alle vereint? Cadwell, ganz wichtig. Bastian Hallix, super wichtig. Und Zaisahan, Lyris Titankind und Abnutan. Und ganz wichtig ist auch, ich kann meinen Seelenstein aus dem Schrank nehmen. Und Varen Aquilarios. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig ausspreche, aber mit dir rede ich jetzt. Zaisahan lebt. Ihr habt euch Zaisahan. wirklich selbst übertroffen, erzählte. Okay, also. Nicht nur sein Leib, sondern auch sein Geist ist ziemlich angegriffen. Doch mancher Geist erträgt weitaus mehr als alles, was die Daedra sich je ersinnen könnten. Das mag sein. Treue, Ehre und Freundschaft besitzen wahrlich große Macht. Was machen wir als nächstes? Wir müssen das Amulett der Könige bergen. Eine gute Aber Idee. erst, wenn Zaisahan Zeit hatte, sich zu erholen. Er Okay. ist ein Mann von großer Stärke. Doch selbst er wird sich nach so einer Tortur erst noch erholen müssen. Wo ist das Amulett? Sai hat das Amulett in den Ruinen von Sankretor verborgen und den Sankretor. Schlüssel einem seiner engsten Vertrauten übergeben. Doch Engste das kann er Vertrauen. euch selbst erzählen. Okay. Sprecht mit ihm. Er ist nur allzu begierig darauf, seine Befreierin zu treffen.
Ich werde mich bei euch melden, sobald wir für den nächsten Schritt bereit sind. Der nächste Schritt also, gut. Saisahan, erzähl mir die gesamte Story. Ich schulde euch mein Leben. Nee. Der Fürst nennt euch Entseelte. Ja, macht er. Merkwürdiger Name. Hm. Ist es wahr, dass man euch eure Seele entrissen hat? Ja, das war Manny Marco. Das ist noch seltsamer. Mhm. Mein Volk sagt, Tapferkeit und Ehre wären die Kennzeichen einer großen Seele. Und ihr verfügt in hohem Maße über beides. Oh. Ich hatte schon zu glauben begonnen, Ehre wäre nur noch ein Relikt aus fernster Vergangenheit. Doch ihr gebt mir Hoffnung. Ja. Gut. Geht's ja? Das weiß ich nicht. Okay. Körperlich bin ich unverletzt. Mhm. Aber geistig... Geistig. Ich spüre eine große Finsternis in meinem Herzen. Mhm. Eine Last liegt auf meiner Seele. Okay. Ich weiß nicht, wie lange diese Leere noch bestehen wird. Okay, wie bekommen wir das Amulett der Königin? Ich habe das Amulett in einer heiligen Katakombe verborgen. Okay. Geschützt von magischen Schutzzaubern. Okay. Den Schlüssel, um diese Schutzzauber aufzuheben, ließ ich in der Obhut meiner alten Mentorin Kasura. Ah, die kenne ich. Sobald ich kann, müssen wir uns mit ihr treffen. Kasura, das ist die, die dich als Schüler bezeichnet. Okay, ruh dich aus. Ich werde versuchen, mich auszuruhen. Okay. Aber ich bin ein Krieger. Hm. Wir können nie lange stillsitzen. Ja, so ist es. Und ich sollte auf jeden Fall ein Bad nehmen, bevor wir uns mit Kasura treffen. Na, das stimmt allerdings. Ich dufte alles andere als erfreulich. Und wenn sie davon Wind bekäme, im wahrsten Sinne des Wortes, dann müsste ich mir das ewig anhören. Na, wie du wünschst. Der Pfad vor uns ist finster. Finster? Doch ich finde Freude in dem Wissen, dass ich diesen Pfad mit meinen Freunden beschreiten werde. Mögen wir alle heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Ich jedenfalls werde das sicherlich tun. Okay. Na dann. Setz dich da hin. Und mach dein Ding. Und ich werde in der Tat wie Rang 4 bei Seelenmagie erreicht. Ich habe Rang 4 bei Seelenmagie erreicht. Was heißt das? Hier bei offene Welt Seelenmagie. Ich kann jetzt hier die Seelenbeschwörung alle 2 Stunden selbst erleben, ohne dabei einen Seelenstein zu. Wenn ich hier den Plus mache, dann kann ich einmal pro Stunde. Okay. Diese Selbstwiederbereicherung, also Wiederbelebung, ist cool. Mit einer ausgerüsteten Fähigkeit der Seelenmagie sollte euer Leben und so explodiert eure Seele. Ich müsste aber was ausrüsten, das mache ich natürlich nicht. Ich meine, ich kann nur die Seelenfalle ausrüsten. Mhm. Oder tötet ihr einen Feind, besteht eine Chance von 5%, dass ihr automatisch einen leeren Seelenstein füllt. Das ist natürlich cool, das mache ich. Dankeschön. Weil die Seelensteine, die ich mit mir rumschleppe, sind unter Verschiedenes, würde ich mal sagen. Da habe ich hier die leeren und dann habe ich hier die voll. Jetzt kriege ich mehr volle. 5% ist nicht okay. Es ist nicht unokay, also es ist okay. Ja. Weiß ich, verstehe, was ich meine? Ja, nee, ist doch so. Also ich bin jetzt hier. Wenn ich jetzt hier wegbeame, dann kommt das sicherlich gleich wieder an und sagt, ey, wir haben einen neuen Dings und so. Ja, ja, dann mache ich das. Ich habe noch Platz im Inventar, das ist gut. Ich könnte craften. Das wäre ja auch in Ordnung. Das heißt also, ich beame mich jetzt mit meinem Haus nach Marakus, Muggelwacht oder Ebenholz. Ebenholz ist besser, gell? Steinfälle. Da habe ich doch direkt davor in Marakus, da habe ich nicht meinen. Das ist, nee, hier Ebenholz. Also zum Haus reisen, aber gleich vor das Haus, weil innen drin ist ja eh nichts mehr. Da bin ich gereist und dann kommt er sofort an und sagt, oh, wir haben einen neuen Quest und du kannst jetzt mit uns zusammen irgendwie den nächsten Schritt machen und die Hauptquest wird vorangetrieben und genau das wollen wir. Ach, da seid ihr ja. Kommt, wir müssen reden. Ja, dann reden wir. Es ist Zeit, Entseelte. Ja, natürlich. Saisahan hat seine Kraft zurückgewonnen. Mhm. Ihr müsst ihn ins Tal der Klingen begleiten, in die Heimat seiner Ahnen. Okay. Das Tal der Klingen.
Ein uralter Handelsplatz hoch in den Bergen von Hammerfall. Hammerfall. Ein Ort, von dem ich dachte, die Zeit hätte ihn längst verschlungen. Ja, solche Orte gibt es. Sahan hat den Schlüssel einem seiner Mentoren dort anvertraut. Mhm. Er muss geborgen werden. Okay, dann los. Kommt schnell. Ja. Animarco führt zweifelsohne seine eigene Suche nach dem Amulett der Könige durch. Bestimmt sogar. Wir dürfen nicht zulassen, dass er es vor uns erreicht. Dann, ich werde sofort aufbrechen. I'm Rai. Ich glaube, er ist Rai. Kann es sein, dass er Rai ist? Warum habe ich denn hier so viele Quests? Komm, hüpf hier drüber. Und dann hier raus. Und dann stehe ich direkt vor dem Schrein, richtig? Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin so doof. Ich bin jetzt hier nach... Nach Dingens... Ich hätte nach Auridon... aber egal. Passt schon. Ist ja auch gut hier. Hier ist auch gut, weil hier kann ich gut questen. Aber ich will ja die Hauptquest machen. Und die Hauptquest führt uns jetzt nach... Let's go. Die Hauptquest führt uns nach... Ich muss in die Zuflucht. Habe ich denn noch... Habe ich denn... Ich habe nicht mehr so viel, naja. Also wir sollten tatsächlich, bevor wir jetzt hier weitermachen, sollten wir unser Inventar nochmal kurz leeren. Schmiedestelle, Schneidertisch, Schreinerbank. Stallmeister macht, glaube ich, keinen Sinn. Wo ist Ihr Verzauberertisch und so? Ist gleich hier. Genau, jawohl. Was ist der Monturtisch? Den kann ich ignorieren, noch so lange, bis ich irgendwie Monturen auch brauche. Alchemietisch kann ich ignorieren. Verzaubertisch hätte ich gerne. Wo ist der Verzaubertisch? Da ist der Verzaubertisch. Dann lass uns mal hier dieses ganze weiße Zeug extrahieren. Und dann eine Bank wäre super. Was ist denn das? Was ist denn grau? Grau? Gibt es das auch? Ich bin ja total... Ah ne, das war einfach nur weiß ohne... Egal. Lass uns mal auch noch eine Bank finden. Warum gibt es denn hier keine Bank? Hier gibt es keine Bank. Gut. Wo sind die Schneidertisch? Irgendwie Tisch. Tischentisch. Let's go. Und wenn da mein Inventar aufgeräumt ist. Dann. Hier gibt es schwarze Quests. Das ist ja total toll. Jawohl, hier waren wir doch schon mal. Hier. Schmiedestelle. Die Analysiererei. Noch 3 Stunden. Das ist echt weit weg. Das muss ich verkaufen. Die darf ich nicht analysieren. Also, die darf ich nicht. Die muss ich für die Analyse bereithalten. Aber das Zeug kann ja alles loswerden. Ich muss verkaufen. Kannst du mir bitte was, bisschen was abnehmen, wollt bitte? Wollt ihr etwas Metall bearbeiten? Ja, bitte. Ich habe genau das Richtige. Das ist gut. Also, ich möchte dir gerne verkaufen. Und zwar die Daedra-Fetzen, die elementare Essenz, den Oriaikabel, den Aro und den Panzer und was? Und dann kannst du bitte noch ein bisschen reparieren. Dankeschön. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier, das war Schmiedezeugs, hier ist noch Leder. Das dauert immer noch ewig, ja, schlimm, schlimm, schlimm. Aber das kann weg, oh, recht viel mehr kann nicht weg. Und Holz ist hier. Er hat den Pakt, sagen sie. Hm. Sage ich. Okay, sag mir nicht, wie der Pakt ist, sondern sag mir, wo der scheiß Tisch ist. Hier. Wo? Hallo, Tisch. Ja, Gutzi, Wutzi, da ist doch hier, da steht doch hier Schreiner Bank. Hinter mir. Bin ich Balint? Ich sehe keine Schreinerbank. Ach da, Mann! Okay, Analyse.
Kannst du knicken, dauert noch einen Tag. Habe ich nicht so ein Analyse-Ding gehabt? Ich hatte so ein Ding, das habe ich auf die Bank gelegt, oder? Doof, doof, doof. Aber kann ich später auch noch brauchen. Verwerten? Ja, den kann ich verwerten und hier habe ich nichts. Okay. Gut, das heißt, also ich habe jetzt hier 33. Das ist ein guter Wert. Und muss ich schon wieder zur Zuflucht? Ja, ich muss schon wieder zur Zuflucht. Diese Hauptgeschichte bringt mich noch um ein bisschen Verstand, was ich habe. Also nochmal hier durch die Tür durch. Und dann links. Samandralla, geh mir aus dem Weg. Ich bin schneller als du. Da ist der Schrein. Wir springen direkt in die Zuflucht rein. Chaka, chaka, und da bin ich. Oh, das ging aber jetzt wirklich schnell. Oh ja, Solo-Verlies. Solo-Verlies ist immer gut. Ja, weil dann bin ich Solo. Aber ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier am Anfang stehe und nochmal in diese Kiste hier reinschaue und die ist leer. Und dann hier in diese Kiste reinschaue und die ist leer. Und dann kurz auf Bastian gucke und dann nochmal hier in diese Kiste reinschaue und die ist leer. Dann muss ich mir tatsächlich genau überlegen, was ich denn als nächstes mache.